So, letztes Video in diesem Jahr und was wäre da angebrachter als ein Jahresrückblick? Ich habe mir hier Gedanken gemacht und mal so das ganze Jahr im Endeffekt durchgegangen, was ist so passiert, was haben wir erreicht, was haben wir gemacht. Und das Ganze werden wir heute mal zusammen durchsprechen. Das ist echt mega viel passiert in diesem Jahr. Ich denke mal, die meisten von euch haben davon auch schon viel mitbekommen, was so alles passiert ist. So ein paar Sachen, so ein paar Hintergründe haben wir jetzt bisher noch nicht so erzählt. Dementsprechend wirst du auf jeden Fall hier ein paar Dinge erfahren, die so bisher noch nicht bekannt waren. Dementsprechend auf jeden Fall dranbleiben und bis zum Ende hin gucken. Genau, ich hoffe mal, ich vergesse nichts, weil dafür habe ich ja das Ganze hier schön ausgearbeitet. Deswegen würde ich mal sagen, lehne ich mich jetzt mal zurück und werde mal anfangen, das Ganze zu starten. Ich habe das Ganze eingeteilt in vier Quartale, ne, um das Ganze ein bisschen übersichtlich zu machen. Und wo es auf jeden Fall am interessantesten wird, kann ich jetzt schon mal sagen, ist auf jeden Fall im dritten Quartal, also nach dem Sommer quasi. Gut, wir fangen an im allerersten Quartal und zwar im Januar. Im Januar ist noch nicht wirklich viel passiert, außer dass hier und im Februar die meisten Videos unserer Akademie entstanden sind, also quasi den Videokurs von unserem Coaching. Da sind die meisten Videos entstanden, viele von denen einige von denen haben wir jetzt mittlerweile nochmal neu aufgelegt, weil wir jetzt ja das digitale Whiteboard zum Beispiel haben und einfach bessere Räumlichkeiten dafür. Aber viele von den Videos sind da trotzdem noch damals entstanden. Und genau, dann kommen wir auch schon zum Februar. Und zum Februar, hier gab es dann die erste Premiere und zwar unseren ersten Mitarbeiter. Das war damals Max, den ja heute auch schon relativ viele kennen. Damals noch in einer anderen Funktion, denn damals war er noch fürs Onboarding zuständig und so für den Bereich Technik. Also quasi, er hat quasi dafür gesorgt, dass damals die Kunden ins Coaching gekommen sind, dass alle Zugänge freigeschaltet worden sind, dass die ganzen WhatsApp-Gruppen erstellt sind und und. Damals war Max selber auch noch bei der Bundeswehr. Der ist ja erst seit Juli raus, dazu kommen wir vielleicht noch. Und hat dann im Grunde immer Nachtdienst noch, teilweise bis spät in die Nacht, gerade so im Januar, hatten wir wirklich viele Neukunden und hat dann teilweise noch bis spät in die Nacht Leute ongeboardet. Ne? Ansonsten waren damals Paul und ich noch zu zweit als Trainer und haben im Endeffekt alles gecoacht, was es so gab. Es war damals echt eine ziemlich krasse Zeit, weil im Endeffekt am Wochenende, wo dann die ganzen Check-ins immer reinkamen, hatten wir echt extrem viel zu tun. Es waren echt schon ziemlich harte Wochenenden. Und aber auch gut, damals noch halt extrem viel gelernt, extrem viele Leute gecoacht, extrem viele Ergebnisse produziert, dementsprechend war das Ganze halt schon ganz gut. Und im Endeffekt haben wir dann schon ab März dann angefangen, unser Trainerteam zu erweitern. Heute haben wir 7 Trainer. Die meisten von denen kennt ihr wahrscheinlich schon über Instagram, weil die fast alle von denen auch Instagram haben. Ein paar haben kein Instagram, also aus Gründen, aber auch jeder, der im Coaching ist, weiß das Ganze, warum es so ist. Genau, das war auch schon quasi im Endeffekt das erste Quartal. Da ist halt nicht allzu so viel passiert, aber trotzdem erwähnenswert. Ein paar Premieren hatten wir, wie gesagt, den ersten Mitarbeiter zum Beispiel. Das war für mich auf jeden Fall auch was ganz Neues, wenn es darum geht, wie man überhaupt so Mitarbeiter einstellt, wie man den anmeldet und diese ganzen Sachen, die so damit einhergehen. Kommen wir zum zweiten Quartal. Jetzt wird es schon auf jeden Fall interessanter. Jetzt ist dort deutlich mehr passiert. Also wir haben jetzt Frühjahr, ich bin aus der Zeit bin ich von Berlin nach Landshut gezogen. Ich bin ja davor für 2,5, 3 Jahre in Berlin gewohnt. Bin dann nach Landshut gezogen, wo wir jetzt auch unser Büro haben, wo ich gerade hier bin. Und das Video aufnehme, im April ist dann auch Tobias, den wir vermutlich auch jetzt die allermeisten von euch schon kennen. Er ist jetzt ja auch schon lange dabei. Dort ist der in unser Team gekommen, dazugestoßen und wir haben dann im Endeffekt so die Anfangszeit hin dazu, das war schon gefühlt ewig her, aber da haben wir entweder aus seinem oder aus meinem Wohnzimmer damals noch gearbeitet und haben so im Endeffekt die ganzen Strukturen geschaffen, die wir halt heute haben, um überhaupt so groß werden zu können. Das war halt auch eine ziemlich wilde Zeit.
Ungefähr zur selben Zeit hat sich noch Max entschlossen, dass er die Bundeswehr verlässt, dass er nicht verlängert und dann im Sommer zu uns kommt. Da mussten wir dann auch schon Vorkehrungen für treffen und haben bei diesem ganzen Zug auch entschieden, dass wir ein Büro brauchen, dass dieses Homeoffice im Wohnzimmer arbeiten und so, dass es halt langfristig nicht geht. Gerade wenn man jetzt Mitarbeiter hat und mehr von denen kommen, muss man einfach ein Büro haben. Und naja, sind dann halt auf die Suche gegangen, was auch im Endeffekt nicht so einfach war. Das Büro, wo wir jetzt heute sind, das war damals noch ein völliger Rohbau und es war eigentlich als Großraumbüro gedacht, also ohne jetzt so einzelne abgetrennte Räume. Und ja, wir konnten dann auf jeden Fall den Vermieter überzeugen, dass wir ein Mieter sind, der vernünftig ist, der auch langfristig hier drin bleiben will. Was halt natürlich so als junges Unternehmen mit einem Geschäftsmodell, was nicht unbedingt so einfach zu verstehen ist und auch jetzt nicht so, ist halt nicht das übliche Handelsunternehmen oder so, ist halt was völlig Neues, was es halt so nicht gibt. Dementsprechend war das Ganze auch wieder eine Herausforderung, haben wir aber im Endeffekt dann doch die Zusage bekommen und dann ging im Endeffekt halt erst die eigentliche Arbeit los, weil, wie schon gesagt, das Büro hier war eigentlich mal gedacht als Großraumbüro, ne, und wir mussten quasi im Endeffekt alles selber planen. Also wir mussten die Raumaufteilung selber machen. Also welcher Raum soll wie groß hin, wohin, welche Größe, Fenster, Türen, Holztür, Glastür, also die ganzen Sachen mussten wir selber entscheiden. Beleuchtung mussten wir gucken. Wir mussten im Endeffekt dann sogar so weit alles selber machen, dass wir überlegen mussten, wo kommen einzelne Steckdosen hin. Also so weit ging das Ganze dann halt. Was halt ja mega der Krampf war, weil man wirklich halt buchstäblich 1000 Sachen berücksichtigen musste. Hat aber ganz gut geklappt. Tobias war da im Schwerpunkt dran beteiligt, hat das Ganze hier größtenteils geplant. Und dann ging das in der Ginge. Rohbau wurde ausgebaut, Trockenbau und das lief da eigentlich alles relativ flott. Und im Juni waren wir dann das erste Mal in Tschechien mit Tobias, Raphael, Max, die kennt ihr alle, Simon, das ist ein Bekannter von mir aus Österreich und mir persönlich, war auch mega cool, denke mal, die allermeisten haben das mitbekommen, kennen die Videos und jetzt sind wir auch eigentlich fast mindestens alle 3 Monate da. Ungefähr so zur selben Zeit haben wir auch unseren YouTube-Kanal gestartet und haben da jetzt mittlerweile 5000 Abonnenten, 82 Videos. Werden jetzt wahrscheinlich dann sogar noch ein paar mehr sein, weil ich das Skript halt dementsprechend vorher geschrieben habe. Und ungefähr auch zur selben Zeit hat sich auch unser Inhalt bei Instagram ziemlich stark verändert, weil wer uns halt noch von ganz früher kennt, der kennt halt noch unsere Motivationsbilder, wo wir quasi ja, Bilder gepostet haben mit Sprüchen drauf, die motivieren sollen. Die OGs kennen das quasi. Aber seitdem posten wir einfach halt mehr gute Bilder, sag ich mal, eigene Bilder vom Sport, vom Schießen, bei was weiß ich, anderen Sachen und hat sich halt auch dahingehend ein bisschen verändert. Aber ich denke mal, positiv verändert. Es sind auf jeden Fall jetzt vor allem halt eigene Bilder, hochwertigere Bilder und zeigt halt so ein bisschen mehr von dem, was wir halt auch so tun. Ne? Genau. In der Zwischenzeit wo wir halt darauf warten mussten, dass das Büro fertig wird. Das hat auch so gut 3 Monate gedauert mit dem ganzen Innenausbau. Hatten wir dann noch 2 kleinere Räume in so einem Coworking-Space. Da haben wir dann übergangsweise gearbeitet. Wenn man mal bei YouTube guckt, bei den älteren Videos, da ja, sieht man noch das alte Inventar, das alte Büro. Und genau, ja, jetzt kommen wir zum dritten Quartal. Drittes Quartal war im Endeffekt das spannendste Quartal, zumindest für mich persönlich. Wir sind damals eingezogen, Anfang August, das Ganze damals mit 4 Schreibtischen, 4 Stühlen und halt unsere Laptops, das war alles, was wir drin hatten. Und naja, das ging dann doch relativ schnell eigentlich von der Einrichtung her. Wir hatten dann innerhalb von 2 Monaten das ganze Büro eigentlich fast komplett eingerichtet, was ich so weit für mich auch eine ziemliche Herausforderung auch wieder, weil man natürlich halt nicht weiß, okay, was braucht man in so einem Büro, wie viel. Man musste wieder an 1000 Sachen denken, auch hier, das zum Beispiel dieses YouTube-Studio hier, diese ganzen Wände, die Beleuchtung, das Schild, wo kriegt man sowas alles her, wie macht man das überhaupt, dass die Beleuchtung vernünftig aussieht,
mega viele Baustellen, mega viele Themen, die wir da hatten, aber war alles im Allem eigentlich eine ziemlich spannende Zeit. Wo das Büro dann fertig war, ist dann auch zum Beispiel Brian bei uns ins Team gekommen und wo er dann auch sein Instagram-Account hatte, habt ihr im Endeffekt sein Postfach komplett gesprengt, weil offenbar die Nachfrage und die Fragen halt an ihn bezüglich BFE, BFE Plus, war einfach übel krank. Also das war wirklich ziemlich doll. Da machen wir übrigens noch ein Q&A-Video, was dann hier auf YouTube irgendwann, ich denke mal Anfang des Jahres erscheinen wird, wo ihr auch Fragen stellen könnt. Und da kommen wir dann noch zu. Deswegen da auf jeden Fall mal schauen. Leon kam auch noch hinzu. Der kam, glaube ich, einen Monat später als Brian zu uns ins Team. Der ist ja auch hier auf YouTube schon mit Filmvideos vertreten. Da werden wir noch einiges mehr machen. In Tschechien waren wir zweimal. Einmal im Juli und einmal im Oktober, meine ich. Waren wir dann nochmal für Videos machen, Fotos machen. Und wir waren in der Schweiz bei 22nd. Das haben wir zwar jetzt öffentlich nicht so breit getreten, aber auf jeden Fall waren wir auch am Start. Und da wird gegebenenfalls in Zukunft auch noch was kommen. Ansonsten, hier haben wir halt extrem viele Videos gemacht. Reels machen wir seitdem ja auch, wo wir, diese Workout-Reels, die machen wir im Endeffekt seitdem. Und das war für mich eigentlich so mit das spannendste Quartal. Ansonsten hatten wir hier noch zwei neue Mitarbeiter. Viele davon kennen ja wahrscheinlich Elisa, die aus der Verwaltung ist und ja, Buchhaltung macht sie, die Gruppen öffnet sie, Verlängerungen macht sie, also ne, die allermeisten kennen sie wahrscheinlich, weil sie auch am Anfang die Termine vergeben hat für das Beratungsgespräch. Dementsprechend werdet ihr vermutlich die auch ganz gut kennen schon. Genau. Somit sind wir auch schon im vierten Quartal, im letzten Teil angekommen. Ja, ist jetzt fast rum. Was haben wir noch gemacht im vierten Quartal? Wir haben auf jeden Fall einen Videokurs rausgebracht. Hatten wir letztes Jahr auch schon rausgebracht, auch so im Dezember. Dieses Mal wieder mit anderem Namen, anderem Inhalt. Inhalt und Name ist ja Auswahlverfahren mit System bestehen. Das ist ein kostenloser Videokurs, wo es im Endeffekt primär darum geht, wie man Auswahlverfahren bestehen kann, was darin überhaupt vorkommt. Und ja, das ist im Endeffekt primär der Zweck. Dann wird schon über 500, fast sogar schon 600 Anmeldungen. Also kam extrem gut an, kannst du dich auch noch für anmelden. Aber auch wenn du zum Beispiel dein Training einfach nur effektiver gestalten willst, da ist auch neben dem Thema AV halt auch was drin zum Thema Training allgemein, Ernährung, Regeneration, Mindset. Also alles so Themen, die im Endeffekt für alle sehr, 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 sehr relevant sind. Und da kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, dass ihr euch da auch mal anmeldet. Ist wie gesagt kostenlos und bringt auf jeden Fall viel. Gut, das war es soweit eigentlich. Mit den vier Quartalen kommen wir jetzt noch so einen kurzen Ausblick, was so nächstes Jahr geplant ist. Dezember wird eigentlich nicht mehr so viel passieren. Ab dem 23. gehen wir dann im Weihnachtsurlaub, also das Video wird dann auch schon quasi erscheinen, irgendwann in den letzten Tagen, denke ich mal, vom Januar. Was steht an fürs nächste Jahr? Vieles davon werden wir, denke ich mal, so wie wir es immer machen, relativ kurzfristig bekannt geben, um mal ein bisschen die Spannung hochzuhalten, wie man dazu kennt. Aber zwei Sachen kann ich euch auf jeden Fall schon mal verraten. Im Februar wird es nochmal einen großen Merch-Drop geben, der wirklich extrem geil wird. Ich weiß nicht, so die meisten von euch, die relativ häufig unsere Stories sich mal angucken, die können schon erahnen, in welche Richtung das Ganze geht. Und da könnt ihr auf jeden Fall drauf gespannt sein. Und dann wird es neben dem Coaching und neben den fertigen Trainingsplänen, die wir noch anbieten, wird es noch eine neue Kategorie geben an Produkten. Ich will nicht unbedingt allzu viel verraten, weil das Ganze halt echt mega cool wird. Aber es wird so zum Beispiel um solche Themen gehen wie Schichtdienst, Schemankantensyndrom, Supplements. Da werden wir was machen in diese Richtung. Das wird auch so kommen. Also in meiner To-Do-Liste steht es drin. Ende Februar soll das Ganze fertig werden. Ich denke mal, dass wir es auch halten können. Und dann wird das Ganze so Stück für Stück abgemacht und veröffentlicht. Ansonsten haben wir definitiv
was Schießen und Content-Fotoplanung angeht und Events, eine ziemlich geile Planung gemacht fürs nächste Jahr. Also wir werden so gefühlt einmal im Monat wahrscheinlich in Tschechien sein oder in Polen sein, bei Oseka. Werden dann da Fotos, Videos machen. Es wird Events geben, auch im Ausland, das sich ja viele gewünscht haben. Also es wird ziemlich viel kommen. Wenn es dann an der Zeit ist, werden wir das Ganze auch dementsprechend veröffentlichen. Das würde ich sagen. Das war's für das Video. Das war's für dieses Jahr. Auf jeden Fall danke an alle, die immer schön fleißig zugeguckt haben, kommentiert haben, geliked haben, uns abonniert haben. Und ihr könnt mir auf jeden Fall glauben, dass es im nächsten Jahr nochmal viel doller wird. Dementsprechend bleibt auf jeden Fall dran. Und dann werdet ihr sehr viel Spaß haben. Bis bald.